Meine lieben Freunde, Weihnachten steht vor der Tür. Die Diskussion um dieses Fest ist so alt wie das Fest selbst. Für einige ist es reiner Konsum, Kitsch, ein Ausdruck einer überkommenen Tradition. Aber für andere hat das Fest durchaus eine Bedeutung. Ich werde jetzt zwei Texte vorlesen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und beide Anstoß zum Nachdenken sein können. Der erste Text stammt von Paul Dorofejew von seiner Webseite Die Wahrheit ist noch da. Der zweite Text stammt von Francis Church und erschien 1897 in der New York Sun. Es handelt sich um den berühmten Leitartikel Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Beide Artikel möchte ich für sich selbst sprechen lassen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt fröhliche Weihnachten. Der Weihnachtsmann, St. Niklaus, Santa Claus, von Paul Dorofejew. Liebe Eltern, ist euch bewusst, dass ihr eure Kinder anlügt, wenn ihr ihnen erzählt, dass es den Weihnachtsmann gibt? Allein schon dadurch, dass ihr euch selbst als einen Weihnachtsmann verkleidet. Ist euch bewusst, dass ihr euch zu Lügnern macht und den Kindern auch einen Anstoß zur Sünde gibt, wenn es dieses satanische Fest mitfeiert. Es steht geschrieben, wer aber einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinem Hals gehängt und er in die Tiefen des Meeres versenkt würde. Matthäus 18,6. Ist euch bewusst, dass der Weihnachtsmann nichts anderes als ein Sinnbild für den Teufel ist und der Krampus ein Sinnbild für einen Dämonen, der ihn begleitet, beziehungsweise die Elfen, die ihm am Nordpol helfen? Ist euch bewusst, dass der Weihnachtsmann gleich Satan Jesus Christus Gott kopiert, beziehungsweise ersetzen will? Nämlich, dass er angeblich im Dorf Himmelreich, beziehungsweise Himmelsstadt und so weiter wohnt, wohin die belogenen Kinder ihre Post hinschicken, dass er lieber bei den Kindern sitzen will und sie verführen will, im Gegensatz zu Jesus Christus, als er bei den Kindern saß und jeden gewarnt hat, der sie verführen würde. Gleichzeitig ist er auch ein Sinnbild auf einen Pädophilen, der die Kinder verführt und missbraucht. Denn der Weihnachtsmann, Sankt Niklaus, ist ursprünglich die Idee der Knabenschänder aus dem Vatikan. All dies hängt miteinander zusammen. Bedenke dies alles, solltest du es vorhaben, dich als einen Weihnachtsmann für deine Kinder zu verkleiden. Ich vermute, dass ich auch oft Pädophile als Weihnachtsmänner verkleiden. So können sie meist unauffällig Kinder begrapschen und so weiter. Weihnachten, die alte Versuchung aus dem Garten und Satans Freudenfest über den Fall der Menschheit. Ist dir bewusst, dass der Weihnachtsbaum eine satanische Kopie des Baumes des Lebens aus dem Garten Eden ist? Schau dir den Vergleich bitte an. Weihnachten und vor allem der Weihnachtsbaum sind hauptsächlich eine Versuchung für die Frauen, wie man am Fall Evas schön sehen kann. Da die Frau emotionaler veranlagt ist, hat die Schlange auch sie zuerst als Opfer ausgewählt bzw. verführt und nicht den Mann. Danach ging die Verführung von der Frau zum Mann über. Es sind heute hauptsächlich die Frauen, die direkt oder indirekt dafür sorgen, dass Weihnachten in den Gemeinden und zu Hause immer gefeiert werden soll, auch wenn die Bibel eindeutig dagegen lehrt. Schau dir nämlich all die Lichter und die wunderschön geschmückten Weihnachtsbäume an. Sind sie nicht eine Lust für die Augen?
Das Schmücken und Schmuck an sich ist eine Schwäche für die Frauen. Das hängt alles zusammen. Weihnachten, der tödlichste Feiertag. In Bezug auf Statistiken ist Weihnachten der tödlichste Feiertag. Es ist auch kein Wunder, weil es den egozentrischsten Tag neben dem Geburtstag darstellt. Alle sind als Familie zusammen und kaum einer kümmert sich um die Einsamen da draußen. Dies führt verständlicherweise zu Selbstmorden. Dies ist auch ein weiterer Beweis, dass es hier gar nicht um Jesus Christus geht, denn dies wäre niemals seine Absicht gewesen. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Durch das Feiern der vatikanischen satanischen Feste steht man geistlich in der babylonischen Gefangenschaft. Und diese wird unter anderem dahin führen, dass man dann auf den Antichrist bei seiner Erscheinung in einem Raumschiff hereinfallen wird, wenn man nicht vorher Buße tut. Mit Doppel S. Ja. Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind angekränkelt vom Skeptizismus eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, Virginia, ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Und du weißt ja, dass es all das gibt. Und deshalb kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so dunkel, als gäbe es keine Virginia. Es gäbe keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das ewige Licht der Kindheit, das die Welt erfüllt, würde erlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann. Sonst könntest du auch dem Märchen nicht glauben. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle am Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht. Was würde das beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige denn sie zu versehen, das vermag nicht der Klügste auf der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Einen Schleier, den nicht einmal die größte Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Licht können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist das denn auch wahr, kannst du fragen? Virginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts ist beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und ewig wird er leben. Sogar in 10 mal 10.000 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnacht, Virginia.